Wir fördern die Wirtschaft in unserer Stadt. Wir investieren nach der Krisenbewältigung und der gelungenen Neustartphase jetzt in die Krisenresilienz. Wir starten unser Resilienzprogramm für die Berliner Wirtschaft und wollen Unternehmen und Betriebe unterstützen, weiter zu wachsen, weiter erfolgreich zu sein. Wir investieren in die klimaneutrale Stadt Berlin mit erneuerbaren Energien, die wir fördern. Ganz besonders haben wir unser Förderprogramm Solar Plus ausgeweitet und werden jetzt auch Balkonkraftwerke an Eigenheimen und in Kleingärten unterstützen, neben den Mietwohnungen, für die es ja schon bisher auch galt. Und wir investieren in die besten Köpfe und Hände in unserer Stadt. Wir wollen dem Fachkräftemangel entgegenwirken mit guter Ausbildung, aber auch mit der Unterstützung all derer, die ein Unternehmen gründen wollen. Und wir haben zu wenige Frauen, die das tun. Und deshalb gibt es, und er ist neu eingeführt, unseren Gründerinnenbonus, ganz besonders zur Unterstützung von Unternehmen weiblicher Gründungen. Und damit wollen wir die Potenziale unserer Stadt und all unsere Talente wirklich voll ausschöpfen. Und Berlin wird und will Innovationsstandort Nummer 1 in Europa werden. Dafür haben wir heute schon die besten Voraussetzungen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Und wir werden nicht nur mit der Start-up-Strategie, mit unseren neuen Technologien, mit der großen Wissenschafts- und Forschungslandschaft, die wir hier in der Stadt haben, sondern auch mit unserer Gigabit-Strategie einen ganz entscheidenden Schritt in die Richtung machen. Beste Bedingungen für Innovation, Technologie und Fortschritt, beste Bedingungen für schnellstes Internet, für Unternehmensansiedlungen, gerade im innovativen Bereich, Fintech, Greentech und natürlich das ganze Thema nachhaltige Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft. All das werden wir voranbringen und machen das ganz konkret in der Arbeit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.